commenced. Also mit anderen Worten genau das, worauf ich eigentlich keine Lust habe. So, ich wollte eigentlich auch noch die Wikinger verbessern. Selbstmodifizierung. Stark ersetzen wir mal durch sehr stark. Traditionell ist okay, agrarisch. Robust, gebildet. Einmal gebildet. Agrarisch brauchen wir nicht. Schadenverteidigungsarmee. Ne, nicht das. Schnelle Lerner. So, einmal die Vorlage anwenden. Das dauert 2 Monate. Ach, ich kann nur rausspringen, weil ich nicht durch eine Hyperraumlinie reingekommen bin. Species modified. Ja, zum Glück wird der Sprungantrieb jedes Mal neu aufgeladen, wenn ich eine Invasion durchgeführt habe. 3000, das ist doch nicht euer Ernst. Gibt es hier irgendwelche Ziele? 3000? 300, 1800. Es gibt hier ein Ziel. So, die springen dann mal eben weiter. Ach, hier ist noch eine Transportflotte. Ground Invasion Force has seized the planet. Wenn wir die zerstören können, gibt es das auch noch mal ein bisschen Kriegsmüdigkeit. So, die Mühe machen wir uns nicht. Receiving communications. So, genau da wollten wir nicht hin. Ich kann keinen weiteren Sprung durchführen. Receiving 1500. Technology secured. Okay, die Aberrants sind gut bei der Sache. Aber wenn sie sich gegenseitig ein bisschen dezimieren, wird es auch einfacher, die einzelnen Portale zu zerstören. So,
So, wir haben die Spezies modifiziert, richtig? Genau. Hier haben wir noch. Ah, natürlich hat er mal wieder nicht alle erwischt. Warum nicht? Aus irgendeinem Grund kann ich den nicht, da müssen wir einmal... So. Bevölkerung. So. Construction. Genkliniken. Achthundertzwanzig. So, bis dahin können die springen. Das können wir übernehmen. Auch noch direkt zwei solche Habitate, euer Ernst? Ja, kein Wunder, dass die so viel an Flottenkapazität hatten. Müssen sie wahrscheinlich immer noch haben. Sie haben wahrscheinlich einfach nur nicht das Material, um sie auch zu nutzen. Technology secured. Construction complete. So, ihr braucht noch 90 Tage, das ist okay so. 1000. 500 ist noch okay. Das ist machbar, aber wir dürfen echt keine großen Verluste hinnehmen. Planetary invasion commenced. Na komm, zieh dich zurück. Kann sich in 12 Tagen zurückziehen. Ja, genau die Verluste sind das Problem. Aber das Ding ist, das war eh eine von den Schwächeren. Und die Schwächeren werden dann einfach irgendwann nicht mehr präsent sein. So, eine Armee ist okay. Wo habe ich denn jetzt schon wieder so viel verloren? Puerto González? Was? Auch ernsthaft, es zählt, weil die... Oh nein, es zählt, weil die Wikinger angegriffen haben. Wenn sie wenigstens noch erfolgreich gewesen wären, aber dann kann ich das auch gleich so machen. Ground Invasion Force has seized the planet. 88. Dann springe ich halt einmal hier rüber. Das ist okay. Thank you.
Wo ist die dritte Legion? Ach, die hat sich dahin zurückgezogen. Oh. Ja, den sollte vielleicht mal jemand wieder aufbauen. Befestigte Grenze, bitte. Das muss schnell gehen. Planetary invasion commenced. Ground invasion force has seized a planet. So, jetzt auch auf dem richtigen landen. Status quo geht. Ach, ich muss gar keine Ansprüche auf die haben. Aber ich möchte auch echt keine Zerstückelung da drüben. Planetary invasion commenced. Na komm, zieh dich zurück. Construction complete. Solange keine Verluste erlitten werden, ist alles gut. Ground invasion force has seized a planet. Geht das nicht? Es gibt keine Route, auf der das erreichen kann, aber benutzt Sprungantrieb. Hallo? Sprungantrieb? Das geht, das geht. Ja, da muss... Dann lügt der Kreis. Ja, das liegt genau auf der Linie. So, einmal rüber. Verwaltungslimit. Planetary invasion commenced. Ah, der kann sich nicht zurückziehen. Thank you.
Wo willst du hin? Ach, okay, die nutzen das L-Tor, um... Was? Hier ist doch gar kein L-Gate. Muss ich nicht verstehen. Station under attack. So, die Aberrant sind, was das angeht, identisch. Construction complete. So, bombardier mal ein bisschen. Tausend, tausend. Das hier wurde erobert. Ein drittes. Usch. Na komm, wo ist es? Oh. Jetzt haben wir noch die Vehement. Aber die beiden Portale sind direkt nebeneinander. Ja, cool. Also die Vehement werden nicht lange überleben. Weil dann müssten sie durch das Anbitten-Portal. Wenn da eine Flotte reinfliegt, müssten sich die Anbitten zurückziehen. Technology secured. Also, ich habe das Gefühl, die Vehement werden mit der Platzierung nicht lange leben. So, davon hätte ich gerne einen Screenshot. Complete. Was ist mit der dritten Legion? Warum hat die... Ach so, der Titan wird noch gebaut. So, einmal... Forschungsgelder. So, das haben die Wikinger erobert. Also wenigstens waren sie etwas nützlich. 69. Die können eine Weile da hängen und bombardieren. Taian-System, was? Ach, das hier habe ich doch, das habe ich erobert. Jetzt sag bitte nicht, dass du vorhast. Sag jetzt nicht, dass du vorhast. Sie gehen in Orbit. Aber es ist hoffentlich schlau genug, nicht einfach so anzugreifen. Also wenn sie das schon nicht lassen können, dann sollen sie wenigstens mit einer Armee angreifen, die auch eine Chance hat. Okay, die Aberrant wurden schon mal. Die Anbinden haben tatsächlich die Aberrant ausgelöscht. Was das angeht. Die Vehement sind auch nicht unbedingt in einer guten Position.
So, die sammeln sich. Materie-Dekompressor. Technology secured. Stimmt, unserer ist aber auch inzwischen wieder an einem Punkt, dass man ihn ausbauen könnte. Auch schon länger, glaube ich. Schaden-Kinetikwaffen. So, exotische Gase. Dann nehmen wir aber einmal... Kann ich noch keine Forschung hier bauen? Nee, kann ich nicht, weil ich keine planetare Hauptstadt hier drauf habe. Aber dann baue ich hier einfach eine Staub-Erntefalle. Okay, also ihr könnt schon mal in das System fliegen. So, der FTL-Inhibitor funktioniert nicht mehr, aber ihr könnt ruhig weiter bombardieren. Ich brauche keine weitere Flotte da. Mülleimer der Geschichte. Als wäre der Witz nicht schon uralt. Lagerhabitat. Dann einmal... Wie sieht's hier aus inzwischen? So, wie sieht's da aus? Was? Hat Glavius der KI beigebracht zu springen? Wobei selbst das dürfte nicht gehen. Also dafür hätten die hier warten müssen und dann springen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Invasion Force has seized a planet. 60, das ist immer noch 60 zu viel. Aus 21 besetzten Systemen, aber wahrscheinlich nur aus den vollständig besetzten. Construction complete. 1400. Leute. Ihr könnt doch nicht überall Festungen spammen wie sonst was. Construction complete.
2000. Construction complete. So. Technology secured. Construction complete. Construction complete. So, einmal das angreifen, dann das und dann das hier. Construction complete. So, die zweite Legion muss jetzt... Also hier ist im Moment nichts los. Das muss doch irgendwie machbar sein. Nicht anpassungsfähig. Das wird ersetzt durch gebildet. Technology secured. Ist okay soweit. Anpassungsfähig, sparsam. Ah ja, die anbinden. Die springen tatsächlich. Die springen? Das ist... Also, wow. Ich wusste nicht, dass sie das können. Ich meine, sie haben Psi-Antriebe. Also eigentlich wären sie dafür prädestiniert, aber...
Also das ist für mich auch was Neues. Und zwar so, Moment. Baut er jetzt extra? Nein. Okay. So, ihr könnt mal eben... Dann bombardiert ihr das da. Ich weiß leider gerade gar nicht. Also es gibt, glaube ich, ein Max, um wie viel Schaden eine Flotte anrichtet. Ich weiß gerade nicht, was nötig ist, um das zu erreichen. Und danach kehrst du auch wieder zurück. Construction complete. So, Moment, was hat die meisten A-Slots? Kreuzer. Also, zumindest haben Schlachtschiffe nicht mehr. Dann kriegt ihr... So, es ist an sich eigentlich völlig egal, was die kriegen. Die sind halt echt eigentlich auch nur zum... Was kosten die hier? Die kosten gar nicht. Die kosten echt nur... So, und dann kriegt ihr orbitale Müllverteiler. So, ich frage mich gerade nur, ob der Bombardierungsschaden irgendwie damit zusammenhängt, was hier drauf ist. Waffenreichweite, Feuerrate. Naja, macht eigentlich keinen Unterschied. Dann probieren wir es mal mit einer Flotte, die nur dazu da ist. Wenn wir diese Flotten noch zerstören, hilft uns das auch.